dich holen. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Bei der gnädigen Mutter, Gunther. Du bist schrecklich. Ist es zu viel für dich, einfach mal höflich zu sein? Scheiß auf Höflichkeiten. Ich möchte wissen, wen du hier mitbringst, bevor ich ihm Brot und Wasser anbiete. Ich betreibe hier schließlich kein Hurenhaus. Ihr solltet nicht so aggressiv sein, ja? Ich würde euch raten, euren Ton zu mäßigen. Ich kam auf Bitte von Hubert, um einer jungen Dame zu helfen. Nicht um beleidigt zu werden. Ihr redet sehr von oben herab. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich würde an eurer Stelle nicht so mit mir unter meinem Dach reden. Gunther, halt einfach deine große Klappe. Er ist mein Herr, Sir Alistair Selwick. Er ist gekommen, um uns zu helfen. Siehst du, du Grobian? Jetzt geh mir aus den Augen. Ich muss mit diesem feinen Herrn sprechen und ich möchte nicht, dass du hinter meinem Rücken herumfluchst. Na dann, schon gut. Vergebt mir, Milord. Ich wollte nicht grob oder so sein. Ich tue nur, was ich kann, um der Herr in meinem eigenen Haus zu bleiben. Versteht ihr? Ich lasse euch allein. In welchem Haus? Wir sind draußen. Unfassbar. Bitte vergebt Gunther, Milord. Er hat seinen Anstand vergessen. Ich bin Bethany. Es ist eine angenehme Überraschung, jemanden eures Standes hierher kommen zu sehen. Hubert hat eine hohe Meinung von euch, aber ich dachte nicht, dass ihr kommen würdet. Es schadet nichts, eure Geschichte anzuhören, junge Dame. Sagt mir, wie kann ich euch helfen? Ihr müsst für mich eine Nachricht an Sir Giles von Haus Langwart überbringen. Ich, gütige Mutter, das ist so beschämend. Ich bekomme ein Kind von ihm, aber er weiß es noch nicht einmal. Er ist schon seit Wochen nicht mehr gekommen. Ich habe bereits mehrfach versucht, ihn zu benachrichtigen, aber ich fürchte, es war alles vergebens. Haus Langwart hält viel von sich selbst, wisst ihr. Sie mögen es nicht, wenn ein gewöhnliches Mädchen wie ich vor ihren Toren steht. Sie haben mich fortgeschickt. Habt ihr die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Sir Giles euch gar nicht wiedersehen möchte? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Ritter eine seiner Eroberungen am nächsten Tag schon wieder fallen lässt. Nein, das kann nicht sein. So ist er nicht. Sir Giles war so liebevoll und kam so oft hierher. Er liebt mich. Ich bin mir sicher. Helft mir, Milord. Ich flehe euch an. Wenn ihr je erfahren habt, wie es ist zu lieben, dann lasst mein Kind nicht ohne Vater aufwachsen. In Ordnung, ich werde ihr helfen, armes Mädchen, aber ich kann nichts machen. Ich möchte zuerst ein paar Fragen stellen. Naja, bevor wir helfen, wollen wir ja, ne? Ihr habt hoffentlich nichts dagegen, wenn ich euch ein paar Fragen stelle. Alles, was ihr wollt, Milord, wenn es hilft. Was können Sie mir über den Giles erzählen? Erzählt mir mehr von eurem tapferen Ritter. Was wisst ihr wirklich über ihn? Ihr meint von seinem Leben. Sehr wenig. Er ist der jüngste Sohn des Hauses Langwart, einer bescheidenen, aber altehrwürdigen Familie. Er lebt hier in Königsmund in einem Gasthaus. Aber ich weiß, worauf es ankommt. Er mag vielleicht arrogant und herzlos erscheinen, aber in ihm drin schlummert eine sehr empfindsame Seite. Er möchte sicher sein, das Richtige zu tun. Aber er verlässt sich zu sehr auf den Rat anderer, um richtig von falsch zu unterscheiden. Und er liebt mich, selbst wenn er das nicht zugeben mag. Denn schließlich würde es ihn entehren, ein Mädchen mit meiner sozialen Stellung zu mögen. Seine Freunde hören nicht auf, ihm das zu sagen. In Ordnung, ich werde ihr helfen, armes Mädchen, aber nein. Weißt du, warum er nicht mehr zu ihr kommt? Warum hat sie mit Gunther gestritten? Es scheint, dass ihr vollstes Vertrauen in Sir Giles habt. Warum glaubt ihr, hat er euch im Stich gelassen? Natürlich wegen seiner Familie. Sie war nie glücklich über unsere Beziehung. Denkt doch nur, ein einfaches Bauernmädchen. Sie müssen ihn unter Druck gesetzt oder irgendetwas getan haben, um ihn von mir fernzuhalten. Giles erzählte mir von einigen Angelegenheiten, um die er sich zu kümmern hatte. Eine Reise, die er unternehmen musste. Aber er hätte jetzt bereits zurück sein müssen. Ich flehe euch an, helft mir. Es macht mich verrückt, nicht zu wissen, was los ist. Ja, warum hat sie denn mit dem Gunther gestritten? Wer ist der Kerl, der euch gerade gescholten hat? Was spielt er in dieser Sache für eine Rolle? Ihr meint meinen Vetter Gunther? Er wirkt wohl etwas raubeinig, aber er ist kein schlechter Mensch. Er war einverstanden, mich bei sich aufzunehmen, bis sich die Angelegenheit geklärt hat. Deshalb ertrage ich seinen schwarzen Humor. Bitte ignoriert ihn. Er ist den Ärger nicht wert. Er hat euch also bei sich aufgenommen? Wo lebt ihr normalerweise? Bei meiner Tante, eine zänkische Frau. Die glaubt, sie sei eine Dame. Sie möchte nicht, dass ihr Glaube wegen mir befleckt wird. Sie war gegen die Besuche von Sir Giles und ließ mich das auch spüren.
Als Sergilis mich nicht mehr besucht hat und herauskam, dass ich schwanger bin, hatten wir Streit. Sie sagte ein paar Dinge, die ich ihr nicht vergeben kann. Sie warf mich aus ihrem Haus. Ich ging zu den Langwarts, aber wurde der Tür verwiesen, ohne eine Gelegenheit mit Sergilis zu sprechen. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Letztendlich erklärte sich Gunther bereit, mich aufzunehmen. Er hätte es nicht tun müssen. Ich weiß, dass es eine Last für ihn ist. Je früher ich Sergilis sprechen kann, desto besser für alle. Na komm, helfen wir ihr mal. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Ich suche ihn auf und wir werden sehen, was er zu eurer Situation sagt. Vielen Dank. Oh, danke, Milord. Gebt ihm diesen Brief. Er wird ihn zu mir führen. Freut euch lieber nicht zu früh, junge Dame. Ich sagte, ich würde mit ihm sprechen und nicht, dass ich seine Meinung ändern werde. Letztendlich ist es seine Entscheidung. Ich muss ihn einfach nur sehen und mit ihm sprechen. Danach wird alles gut werden. Sagt ihm, dass ich hier auf ihn warte. Ich bin mir sicher, dass er kommen wird. Ich hoffe es für euch, Bethany. Mal abwarten. Was machen wir noch, bevor wir... der Hauptquest wieder folgen? Bethanys Gesuch um Hilfe. Na gut, können wir anscheinend nicht lesen. Also, mir fliegt hier so eine doofe Fliege um den Kopf, das nervt ein bisschen. Also nicht wundern, wenn ich gegen eine Wand laufe. Ist das noch nicht? Wo müssen wir denn hin? Was? Kleinbold. Na gut. Einen guten Tag. Ist dies das Anwesen der Familie Langwart? Ja. Wer will das wissen? Ich bin Sir Alistair vom Haus Sarwick. Ich muss mit Sergilis sprechen. Ist er zu Hause? Ja, Sergilis? Ja, er ist hier. Soll ich ihn suchen gehen? Was glaubt ihr denn? Vergebt mir, Milord. Ich bin schon unterwegs. Nicht der Hellste, der Gute. Und? Wo ist er? Ah, Sir Alistair. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Bitte sagt mir, was bringt euch an meine Tür? Ich komme im Namen einer jungen Dame, die euch bekannt ist. Bethany gab mir eine Nachricht für euch. Bethany, bei den Göttern. Vielen Dank, Kleinbold. Ab jetzt kümmere ich mich darum. Jetzt geh und mach dich irgendwie in der Küche nützlich. In der Küche? Ja, Sir. Macht ihr euch Sorgen darüber, was die Leute reden könnten, Sergilis? Kann man so sagen. Wisst ihr, ich werde bald heiraten. Ich bezweifle, dass es gut wäre, Bethanys Namen laut auszusprechen. Das Ganze tut mir wirklich leid. Ich mochte das Mädchen wirklich. Mit ihr hatte ich einige meiner schönsten Stunden. Leider würde die Familie meiner Verlobten sehr empfindlich auf diese Angelegenheit reagieren. Ihr versteht das sicher. Ja, vollkommen. Was wollte sie? Sie bat mich, euch das zu geben. Und euch zu sagen, dass sie hofft, euch wiederzusehen. Sie erwartet ein Kind von euch, Sergilis. Sie braucht euch. Ein was? Ein Bastard mit Bethany? Bei den Göttern, das kommt unerwartet. Warum musste das ausgerechnet jetzt passieren? Ich meine, ich hatte schon genug Skandale. Aber das jetzt? Was soll ich nur tun? Glaubt ihr, dass das meine Hochzeit gefährden wird? Ich hab doch nichts falsch gemacht, oder? Ein Mann hat doch das Recht, sich zu amüsieren, wenn er jung ist, oder? Er ist unverantwortlich, er trägt die Schuld. Ja. Es ist eine Sache, sich zu amüsieren, aber eine andere Sache, jemandem Schaden zuzufügen. Das arme Mädchen liebt euch. Das Mädchen ist unschuldig und hat euch vertraut. Und ihr habt sie ausgenutzt. Wegen euch ist sie jetzt in Nöten. Nur ein Feigling würde sie einfach so zurücklassen. Habt ihr unschuldig gesagt? Seid ihr sicher, dass wir von derselben Bethany sprechen? Was meint ihr? Soll das ein Scherz sein? Bethany ist eine Hure. Shatayas schönstes Mädchen. Ich war ihr bester Kunde. Zumindest bevor ich verlobt war.
Ich bin mir sicher, ihr versteht. So hat sie mir das Ganze nicht beschrieben. Vielleicht hat sie sich geschämt. Oder vielleicht dachte sie, ihr würdet euch von ihr abwenden, wenn sie es euch erzählen würde. In Wahrheit dachte ich, ich müsste einfach nur nicht mehr dorthin gehen und jeder würde einfach sein eigenes Leben fortsetzen. Ich hätte nie gedacht, dass sie das Bordell wegen mir verlässt. Das ändert alles, oder? Hure oder nicht, er muss ihr helfen. Nein, er schuldet ihr nichts. Ich sollte zuerst nachforschen. Boah. Sie hat mir ins Gesicht gelogen, was ihre Stellung angeht. Und das hat sie bestimmt nicht ohne guten Grund getan. Es wäre nicht ratsam, etwas zu unternehmen, bevor wir uns über ihre Absichten im Klaren sind. Chataya ist eine Freundin von mir. Wenn Bethany eines ihrer Mädchen war, kann sie mir vielleicht mehr über sie erzählen. Ich richte mich nach eurem Urteil, Milord. Was meine Situation angeht, so will ich lieber nicht selbst ins Bordell zurückkehren. Ich werde hier auf euch warten. Eine kluge Entscheidung. Na dann. So, gucken wir mal. Da leuchtet es ja so schön rot, dann ist hier das Bordell. Hallo? Gesetze sind eine öde Angelegenheit und Kupfermünzen zählen noch viel schlimmer. Robert Baratheon. Oh. Gesetze sind echt öde. Und Münzen zählen, naja, jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Oh, wie aufregend. Glaubt ihr, wir können... Naja. Sir Alistair, mir blutete das Herz, als ich hörte, dass man euch festgenommen hatte. Es geschieht nur selten, dass ein Gefangener des Roten Bergfrieds noch einmal das Tageslicht erblickt. Es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Es handelte sich lediglich um ein Missverständnis. Euer Gott muss euch sehr gern haben. Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Würdet ihr mir von Bethany erzählen? Bethany? Das Mädchen war ein Taugenichts. Sie ist nicht mehr hier, Alistair. Was aus ihr geworden ist, nachdem sie fortgegangen war, soll für dieses Haus nicht mehr von Belang sein. Also die Alte hat doch wohl vergessen, dass die neben uns stand, als wir verhaftet wurden, oder? Sie scheint wütend auf Bethany zu sein. Warum? Was ist zwischen Bethany und Sir Giles? Wurde denn der ausgesprochen? Ich nenne ihn lieber Giles irgendwie, aber naja. Chataya sie rausgeworfen. Fragen wir mal das. Dies ist das erste Mal, dass ihr so bitter über eines eurer Mädchen sprecht, Verehrteste. Was hat sie getan, um euch so zu verärgern? In diesem Haus gibt es Regeln, sowohl für Gäste als auch für unsere Mädchen. Bethany hat das nicht interessiert. Sie war ambitioniert, arrogant, unehrlich. Sie hatte Spaß daran, ihre Liebhaber zu täuschen und ließ sie Schulden machen. Sie sagte, das wäre, um sie zu animieren, öfter zu ihr zu kommen. Ich dachte, sie hat sich einen Teil des Geldes selbst eingesteckt, aber das werde ich nie erfahren. Ich befahl ihr, mit ihren Machenschaften aufzuhören, und sie ging. Aha. Bethany scheint es seitdem nicht gut zu gehen. Als ich sie das letzte Mal sah, lebte sie in der Gosse mit dem Abschaum von Königsmund. Ich kann nicht verstehen, warum eine junge Frau euer Etablissement von sich aus verlassen sollte, wenn sie doch weiß, welches Elend sie anderswo erwartet. Sie hat wahrscheinlich gedacht, einer ihrer Liebhaber würde sie aufnehmen. Diesen Traum haben einige Mädchen. Bei ihr scheint es nicht geklappt zu haben. Und ich schätze, an dieser Stelle kommt Sir Giles ins Spiel. Sie behauptet, von ihm schwanger zu sein. Ist das so? Nun, sie wird schwer enttäuscht werden. Ein Mann, der seinen Samen in einem Hurenhaus lässt, wird nicht gern mit dem Ergebnis konfrontiert. Ist das Kind wirklich von Giles? Es gibt da so viele mögliche Väter. Wie will sie einen Edelmann davon überzeugen, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Bethany ist eigentlich zu clever, als dass ihr so etwas hätte passieren können. Ich bin überrascht und weiß nicht, was ich sagen soll. Möchtet ihr einen Blick in ihr Zimmer werfen? Vielleicht hat sie etwas zurückgelassen, das etwas Licht auf die Sache werfen könnte. Das ist eine gute Idee. Ich bin gleich zurück, verehrte Dame. Oh, wo ist denn das Zimmerchen? Ja.
durchsuchtes, zerknitterter Brief. Brief von, ach, wir hätten das doch lesen können. Lesen wir erstmal das. Ach, herrje. Mein Ritter, mein lieber Giles. Okay. Euer Brief hat mich tief verletzt. Ich weiß, dass ihr eine gute Seele und ein liebendes Herz besitzt. Wie sehr ihr meine Gefühle missverstanden haben müsst, dass ihr euch solch barscher und kalter Worte bedient. Ich liebe euch sehr. Mit all der Liebe, die ein armes Mädchen für jemanden empfinden kann, der sie übergangen hat. Habt ihr nicht wenigstens ein wenig für mich empfunden, trotz des falschen Anstands, den wie eine Maske zu tragen, sie mich zwang? Nach eurem Fortgang habe ich dieses Haus verlassen, in dem ich euch nicht so lieben durfte, wie ich wollte. Und ich werde mit Sicherheit zugrunde gehen, wenn ihr euch nun von mir abwendet. Ach du meine Güte. Und nicht nur ich werde zugrunde gehen, sondern auch das junge Leben, das ich in mir habe. Denn ich trage euren Samen, meinen Ritter. Wenn ihr jemals auch nur ein wenig Liebe für mich empfunden habt, lasst dieses Kind nicht im Schmutz der Straße zur Welt kommen. Nehmt es unter euren Schutz und zieht es groß, ganz gleich wie. Beweist mir, dass zwischen uns mehr war als nur Geschäfte und Höflichkeiten. Es würde mich glücklich machen. Ich habe Zuflucht in Flohloch gefunden, umgeben vom schlimmsten Umgang, den man sich vorstellen kann. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich mich nicht vor der großen Hoffnungslosigkeit fürchte, die mich befallen wird. Dort werdet ihr mich finden. Im Namen alles Guten und Heiligen, kommt zu mir, eure Bethany. So, der Brief von Giles Langwart an Bethany. Meine süße Beth. Ach du meine. Also, ich muss mich auf eine Reise begeben und kann euch nicht mehr besuchen. Und obwohl mein Herz schwer wird bei diesem Gedanken, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich nie mehr zurückkehren werde. Ich begebe mich auf diese Reise, um mein Versprechen einzulösen. Ihr müsst verstehen, dass ich von nun an nie wieder die Freuden eines Bordells genießen kann, wie ich es mit euch zu tun pflegte. Ich nehme also Abschied von euch in diesem Wissen, dass ihr schon bald die kleine Prinzessin eines anderen großen Mannes sein werdet. Giles. Mhm. Nun gut. Okay, mehr gibt's hier nicht zu holen für uns. Du betrügst mich, du kleine Schlampe. Die spielen immer noch das gleiche Spiel. So, da ist ja die gute Chataya. Also, mein Freund, hat das Zimmer eure Neugier befriedigt? Jo, ein bisschen. Ich fand einen Abschiedsbrief von Sir Giles an Bethany. Eine noble Geste von einem so elenden Geizkragen, wie ihr ihn beschreibt. Ich gebe zu, dass dieses Schriftstück makellos ist. Es muss ihn viel Geld gekostet haben, diese Nachricht überbringen zu lassen. Lasst euch von diesen Worthülsen nicht täuschen, Alistair. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Liebhaber einem meiner Mädchen solch einen hastigen Abschiedsbrief schickt. Das zeigt eher eine gewisse Charakterlosigkeit und nicht wahre Zuneigung. Ich überlasse die Sache eurem guten Urteilsvermögen. Diesem jungen Sir Langwart fehlte es anscheinend wirklich an Entschlusskraft. Ihr wisst ja, wie manche Männer sind, Chataya. Ihr habt keine Ahnung, wie gut ich das weiß. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nichts Ungewöhnliches. Sie wird alles Wichtige mitgenommen haben. Die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren, ist, sie direkt zu fragen. Bevor ihr geht, Alistair, darf ich euch um einen Gefallen bitten? Die nicht auch noch. Es wäre sehr undankbar von mir, euch nicht wenigstens anzuhören, Verehrteste. Bethanys Machenschaften haben meinem Etablissement sehr geschadet. Sir Giles mag es ja verneinen, aber er schuldet uns eine beträchtliche Summe. Falls es euch gelingt, ihn zu sehen, würdet ihr ihn wissen lassen, dass er seine Schulden zahlen muss? Und falls möglich, bringt doch dieses undankbare Mädchen zurück zu uns. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Nach dem, was ihr mir erzählt habt, scheint es, ihr wärt ohne sie besser dran. Wir sind das beste Freudenhaus der sieben Königslande, mein Lieber. Wir werfen unseren Kunden nicht einfach ein Stück altes Fleisch hin. Ein neues Mädchen aufzunehmen, sie einzulernen, sie einzukleiden, das kostet ein Vermögen. Bethany hat gute Arbeit geleistet und ich habe viel in sie investiert. Bitte bringt sie mir zurück. Ich bin mir sicher, dass es da draußen einige Leute gibt, die dazu etwas zu sagen haben, meine Liebe. Aber seid versichert, dass ich euch helfen werde, falls es in meiner Macht steht. Und wenn auch nur um der alten Zeiten willen. Dann um der alten Zeiten willen. Vielen Dank, Alistair. Oh, wie aufregend. Glaubt ihr, wir können... Ich dachte, wir sollen erst mit ihr reden. Jetzt sollen wir zu dem Giles? Hm.